Selbstverständlich werden wir euch noch eine Einladung zukommen lassen. Ich vermute, dass meine Großmutter auch kommen darf, oder? Selbstverständlich dürft ihr Begleitung mitnehmen. Also gut. Ja, ich schenke ihm ein Lächeln und stand Lara Paligan auch dort oder hört sie uns zu Ja, oder? die steht ein bisschen daneben. Es sieht. Mach mal eine Sinnschärfe plus 15. Plus 15. Kannst Wie du auf? dir aussuchen, ob du da noch irgendein spezielles Sinnes, also Tasten oder so nicht, aber eher sehen. Wie auf? Geh dann mit Ja, ihm. dürft ihr natürlich auch machen. Für Wirkt meine euch nur eine Entrückung 12. darauf? Wirkt meine Entrückung darauf? Nee. Ist Sinnschärfe Miracle plus Talent? Nein, nicht Dann für nicht. mich, oder? Wohl nicht. Ist nicht so Ich würde ganz Rayard. gerne 4 ASP ausgeben, um mich zu unterstützen. Aber dafür hat er ASP. Ja, für dich nicht. Geht ja auch nicht darum, dir zu Wow, helfen. die Probe. Gar nicht so gut. Hallo, das war eine ganz krasse Probe. THW 20, ey. Ja, Alara Paligan unterhält sich zwar mit Bruder Stygoma, aber ja, sie hat euch definitiv zugehört. Jedes einzelne Wort. Ja, dann lächle ich ihr natürlich auch zu. Nur so ein bisschen signalisieren, dass ich natürlich auch mit ihr sprechen möchte. Ja, sie nickt dann einfach nur noch. Der Bruder Stygoma freut sich dann auch, wenn er nicht mehr reden. Ja, muss, soll, kann, darf und schweigt dann, wie er es eben tut. Ja, was kann ich für euch tun? Selbstverständlich seid auch ihr eingeladen auf unsere Gala. Ja. Meint ihr wirklich, Und dass es wäre eine eine. Freude, wenn ihr kommen würdet. Meint ihr wirklich, dass eine Party, eine Spendengala angemessen ist für Selindian? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass er an dem Theaterstück Freude finden kann. Selbstverständlich können wir dafür sorgen, dass er in Ruhe gelassen wird. Habt ihr also Rückzugsräume dort? Oh, die Thermen sind groß. Es wird sich definitiv einrichten lassen. Muss, glaube ich, nicht betonen, dass wenn ihm dort etwas zustoßen sollte, und damit meine ich gar nicht so sehr körperlich, sondern eher seelisch oder so sein Geist denn erschüttert werden möge, dass ich das nicht vergessen werde. Nun, sein Wohlergehen ist eine meiner höchsten Sorgen und seid unbesorgt. Soraya es will, wird ihm natürlich nichts geschehen. So alle 12 Götter mögen. Selbstverständlich. Wir wollen für Kurzweil sorgen, für ein wenig Ablenkung, aber dennoch einem guten Zweck dienen. Und wir hoffen damit auch, etwas Gutes zu bewirken für alle, die kommen werden. Ich bin sehr gespannt, was ihr damit erreichen wollt, dass ihr meinen Enkel auf dieser Veranstaltung empfangen wollt. Was versprecht ihr euch selbst davon? Außer Prestige. Persönlich? Wenn ich ehrlich bin, nicht viel. Wie gesagt, diese Veranstaltung ist nicht zu unseren Zwecken, nicht zu unseren Gunsten, keinesfalls. Doch, ich hoffe mir, Aufmerksamkeit zu schaffen, auf etwas hinzuweisen, das ein Problem ist, etwas, das vielleicht zu lange ignoriert wurde, und zu verhindern, dass etwas Schlimmeres passiert. Was genau hat das mit Selindian zu tun? Meine Zeit ist kostbar. Jetzt redet ihr offen oder ihr lasst es bleiben. Ich war offen mit euch.
alles, was ich mir davon erhoffe, ist, dass er einen schönen Abend haben wird. Aufmerksamkeit für etwas, für ein Problem. Und ich möchte jetzt wissen, welches Problem und warum Selindian anwesend sein soll. Oh, das Problem. Das Problem sind die Flüchtlinge. Das Problem ist, sind die Auswirkungen dessen, was um uns herum passiert. Dessen, was hoffentlich bald behoben werden kann. Und wir wollen Frieden in dieser Stadt schaffen. Vielleicht tue ich das. Doch das, worüber ich rede, ist wichtig. Wichtig für Selindia? Er ist in einer Position der Macht. Es ist wichtig für ihn. Verzeiht. Ihr solltet vielleicht aufpassen, wie ihr mit mir redet. Verehrtest, es war niemals meine Absicht, euch zu beleidigen oder den Werten Heselinia. Keineswegs. Wie gesagt, wir laden viele Leute ein und es wäre eher eine Beleidigung, ihn nicht einzuladen. Die Einladung hat er wohl also erhalten oder wird sie bekommen. Ihr werdet dann von uns hören, ob wir annehmen oder nicht. Danke. Einen schönen Abend noch. Auch euch noch einen schönen Abend. Wenn wir dann weggehen, schaue ich immer an. Das lief ja richtig klasse. Die Alte ist saugefährlich. Hast du die ganzen verschleierten Drogen gehört? Ja. Hm. Naja. Nicht ungewöhnlich. Aber ich würde jetzt sagen, dass wir wenn wir Selinian einladen, ist gut. Er soll dann plus eins mitbringen, aber dass wir ihr keine Einladung aussprechen, dass sie nicht alleine kommen kann, Uni. Es ist mir tatsächlich ein kleiner diplomatischer Fauxpas unterlaufen. Ich hatte vergessen, dass sie mehr Paligan ist als die anderen Anwesen in der Stadt. Dass wir keine Intrige geplant haben, ist, glaube ich, für sie eine größere Beleidigung als alles andere. Ja, ich habe ja gesagt, mit einem Anschlag sollten wir rechnen. Vielleicht wissen wir jetzt ja auch, auf wen der läuft. Und ich hau mal Kiaras auf die Schulter. Das wäre nicht das erste Mal. Nun, wenn sie nicht kommt, sparen wir ein Essen. Ich hab schon mal einen Paligan gerettet, Kiaras. Isarun und Yalan kommen gerade die Treppe wieder nach unten, stolziert. Und Yalan... Also, Isarun findet als erstes natürlich die Gruppe, die da zusammensteht, aber mir kann natürlich auch dann wieder zurückgekommen sein, nachdem er dann mit Prinz Agrobald getrunken hat. Was allerdings Yalan als erstes sieht, den giftigen Blick von Leonida Bugenhold zu Sirenstein, als du gemeinsam mit Isarun die Treppe wieder runtersteigst. Gehen wir doch den. Warte, ich sag zu Isarun, sonst Mundpickel. Könnt ihr euch um Emma kümmern? Ja, du siehst auch, wie sie sich umdreht, empört, ruppig einmal umdreht und dann auch nach draußen geht. Ja, so, dass du ja am besten nicht hinterherläufst. Zumindest diesen heutigen Abend nicht. Du kennst Frauen. Nein, ich kenn keine Frauen, scheinbar. Wenn wir jetzt willen. Perfekt, ja. Ihr habt ein wirkliches Händchen mit den Frauen. Ich hab einen Herzog zu planen, verdammte Chiara, sagt mir, was ich tun soll. Herrlich. Blumen und Diamanten. Das kann selbst ich euch sagen. Also vielleicht, wenn sie euch zweimal kräftig... Ihr habt Scheiße gebaut. Was hab ich denn für... Blumen und Diamanten. Vielleicht darf sie euch zweimal kräftig in die Eier treten. Das hat bei mir immer ganz gut geholfen. Ihr könnt mir einfach sagen, so in Hörreichweite, dass ihr mich hässlich wie ein Pferd findet oder so. Das wäre aber gelogen. Naja, kommt auf das Pferd. Es kommt, okay, ich meine, wenn man mal Abelmirs neuen, wie habt ihr ihn genannt? Ja, Würfel, Klappergaul? Das wäre ja, aber Lina. Gelogen, ja, dann würfel mal betörend. Vielleicht nimmt Isarun das hier als Kompliment auf. Ich hab betören nicht. Ja. Krit ist immer drin, auch wenn abgeleitet. Ich bin so charmant wie eine topische Kartoffel. Ja, merken wir. Charisma plus 7. Ja, plus 6, wenn man erschweren ist. Charisma plus 11. 1 ist immer drin. Nö. Oh Gott, das ist gepatzt. Oh Gott, das ist gepatzt. Nein! Sogar bestätigt. Herrlich. Ich fisch irgendwie Kiaras den Flachmann vom Gürtel. Ich brauch mir das mal, ja. Isarun, warum kümmert ihr euch nicht um? Geht mal und ich mach
Und dann gebe ich. Seid ihr sicher, dass ihr es trinken wollt? Da ist Taf drin. Was? Bitte gebt ihm irgendwas zu essen. Also dieser Mund muss geschlossen bleiben. Also, Jalan, ihr hattet ja mal eure unsympathischen Phasen, aber heute lerne ich ganz neue Seiten von euch kennen. Ihr seid ja manchmal echt ganz lustig. Ich würde mich freuen, dass Landfriede herrscht und sich niemand duellieren darf, sonst wäre ich vermutlich jetzt tot. Gut möglich, wartet mal. Ich sehe da vorne noch was, was wir trinken können. Hier, trinkt erstmal das da von Karinos. Ja, das ist ganz lecker. Lasst euch nicht bequatschen. Das ist top. Ja, los, mein Junge, trink. Der Abend wird nicht jünger. Ich denke, ich werde mich wohl eher mal Zeit zurückziehen. Habt ihr es denn in der Zwischenzeit geschafft, weitere Einladungen auszusprechen? Ja, dieser Celindian Hal mit seiner Großmutter, die irgendwie mehr verdeckte Drogen in einen Satz reingepackt bekommt, als Kiaras verkraftet. Also die will vielleicht Kiaras umbringen, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das würde ich ihr zutrauen. Ja. Nun, wie ich den anderen beiden bereits gesagt habe, sie ist enttäuscht darüber, dass ich keine Intrige plane. Das können wir ja noch machen. Ja, könnte man. Ja. Aber so eine kurzfristige Intrige ist auch nichts, das merkt die. Dann ist die noch viel beleidigter, dass ihr... Diese Alanfana, was sie sollte und sowas denken? Einbilden, dass sie das nicht merken würde. Nun, sie ist definitiv eine Frau meiner Heimat. Eine einfache Einladung nimmt sie eher merkwürdig oder... misstrauisch entgegen. Tja, die Rechtsbehüterin fehlt noch. Genau, Abelmir. Stell dich doch noch mal vor. Oh nein. Dann können wir diesen Abend hier auch noch mit einem Lachen beenden. Nun ja, ich bin vielleicht die falsche Person. Die ach, wieso denn das? Jalan ist voll wie eine Haubitze und ja, wer soll es sonst machen? Ihr seid da genau der Richtige. Lasst euch da nichts einreden. Ich stehe da voll hinter euch. Also hier hinten und wenn ihr da hingeht, aber ich stehe da voll hinter euch. Ihr meint, ihr wollt in der ersten Reihe sitzen? Nein, wir stehen hinter euch, solange der Feind von vorne kommt, das wollte er sagen. Richtig. Das meinte ich auch damit. Nun gut, ich werde mein Bestes versuchen. Super. Herr Kiaras, wollt ihr nicht lieber? Der Herr Carino muss jetzt eine Intrige planen, nicht wahr? Oh, der macht das schon. Komm, Ömer, wir stellen uns mal ein bisschen weiter weg. Das könnte noch gefährlich werden. Können wir uns aber noch besser die Bierchen holen? Vielleicht können wir sie auch nur morgen beim Turnier ansprechen, also. Ach, ihr macht euch zu viele Sorgen. Ich denke, es wäre eher einfach, sie nicht einzuladen, wenn wir schon ihre Tochter eingeladen haben und sie es erst von ihrer Tochter hören muss, anstatt von uns. Das stimmt wohl. Und außerdem auf ihrem eigenen Ball. Das verdammte Höflichkeit gebietet es. Hoffentlich hat sie noch nicht mit ihrer Tochter gesprochen, von wegen, hey Mutti, ich bin eingeladen worden. Und Mutti, zu was? Und dann ja, zu der wichtigen Anschaltung von diesen Drachentötern. Und sie dann so, aha, ich habe die nicht gefragt. Ich denke aber, da die Einladungen ja noch offiziell gar nicht aus sind, dass es wohl in Ordnung sein wird, solche Alliancen nicht strikt nach der Reihenfolge zu machen. Es ist trotzdem kacke, aber es wird schon gehen. Seid ihr schon wieder betrunken? Was habt ihr in der Pulle drin, Karas? Das sollte eigentlich ganz gut brennen, wenn ich mich nicht täusche. Ich will sowieso mal. Ich schau mal hinab, ob er ein Zelt in der Hose hat. Mach das war dezent geil. Ich denke aber, ich will auch bald zu Prost zu Hause gehen. Ach, herrlich. Ja, dann würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe plus 5. Jetzt zwinkert ihm Alara Paligant. Also. Selbstbeherrschung plus 5 kommt, ist da, ist sogar gelungen. Ist da. Dann kannst du dir ausruhen, ob du ein Zelt in der Hose hast oder nicht. Ich habe vermutlich irgendwie einen eisernen T-Shirt angezogen, nur so aus Vorsicht. Gut, nach weiteren 5 Minuten der Diskussion könnt ihr natürlich auch dann an Ema Nibenain herantreten. Werdet dann natürlich kurz von Rakala von Horsen Rabenmund abgehalten, haben wir kurz beschwichtigt. Wartet nochmal kurz, sie wirkt ein Odem, pro forma, auch wenn sie euch kennt,
und dann dürft ihr die Einladung an sie aussprechen. Sie wird das natürlich annehmen, wird höflich, nett und mit aller Etikette sagen, dass sie zurzeit viel zu tun hat, aber wenn es ihre Zeit denn erübrigt, dann würde sie natürlich auch überlegen, ob sie vorbeikommt. Machen wir es kurz, sie hat natürlich keine Zeit und dementsprechend wird sie höchstwahrscheinlich nicht kommen. Aber Etikett wie sie ist, wird das ihre Antwort sein. Ihr könnt dann zurück in eure Quartiere gehen, könnt natürlich auch noch weiter dann dem Ballsaal anheimwohnen, ja, könnt essen, trinken, lustig feiern, auch mit Danos von Luring noch den einen oder anderen Schnaps trinken, mit Alvan von Unterallertissen, Barnhelm von Rabenmund, also die ganzen Turnierteilnehmer, die ihr schon das ein oder andere Mal gesehen habt. Und dann, nach einer viel zu langen Nacht, ziemlich verkatert am nächsten Morgen auf dem Turnierplatz stehen. Ja, ich möchte vorher lieber noch im Warnstrahlsturm gewesen sein. Der dritte Turniertag, erster Pereine. Am ersten Pereine, der Frühlingstag und Nachtgleiche des Sonnenjahres, findet das vor allem auf dem Land bedeutende Saatfest statt. Felder und Bäume werden gesegnet und für das Aufgehen der Keime gebetet. Pereinegeweihte in grüner Robe mit Ehrenstickereien besuchen auch den Turnierhof. Ein neues Jahr hat begonnen, die Welt erwacht zu neuem Leben. Auf Störche aus dem Süden, deren Flug man deuten wolle, wartet man jedoch vergebens. Kein einziger Storch blickt sich am Himmel. Obwohl das, auch das wisst ihr durch den Avesgeweihten, normalerweise der Fall wäre. Am heutigen Tag finden parallel die beiden Disziplinen zur Treffsicherheit mit Fernkampfwaffen statt, aber eben auch die leichten Waffen werden weiter fortgeführt. Und ja, dann kann Jalan sich natürlich noch weiter gegeißelt haben. Jo. Kannst du machen, wie du magst. Machen wir es in deinem Aufwasch. Auch mit Regeneration und so. Ja, mach einfach mal, wenn ihr irgendwas braucht, auch immer mit seiner ASP, die er eben ausgegeben hat. Und, wie war Prozents 1? Nee, minus 1. Du schläfst auf Steinbetten. Bei Prozents schläft man mit minus 1? Nee. Prozents schläft man mit minus 1? Jalan schläft mit minus 1 im Wandstrahlerturm, weil er auf Stein schläft. Ja, genau, ich wollte ja gerade Steinpritschen, Freund Nase. Ja, das ist, ach was. Wenigstens keine Flöhe. Hat er Flöhe gesagt? Was ist mit Flöhen? Wenigstens keine Flöhe, weil die haben auch keine Lust auf Stein. Ja, ich pfeife mir noch so einen Wirbeltrank rein. Aha. Die nächste Abhängigkeit. Zum Glück macht mir das gar nicht abhängig, so und dann geißel ich mir 12 Punkte raus. So ein Idiot, ey. So ein Idiot. Warum bin ich ein Idiot? Ja. Der Preis, gefährlich sein will, muss leihen. Die Fernkampfwaffen sind tatsächlich, vielleicht zum Verwunderung gerade von Ömer, alle Sachen erlaubt, alle Fernkampfwaffen erlaubt, die auf eine Scheibe gezielt werden können. Keine Netze, keine Lassos, keine Bolas, sondern wir reden hier von Bolzen-ähnlichen Waffen. Balestrinas dürfen auch benutzt werden. Hä? Sieht doch von Rondran, dass hier nur Bögen sind erlaubt in der ersten Sitzung. So gelten für eine Ballester deutlich geringere Entfernung für einen Langbogen. Nein, es ist tatsächlich auch erlaubt, dass du mit Armbrust antrittst. Okay, das sieht am Anfang anders aus. Okay. Das liegt, glaube ich, daran, dass das Schießen eine bürgerliche Disziplin ist und deswegen da auch die Bürger mit ihren Armbrüsten teilnehmen dürfen. Richtig. So, das ist aber egal. Es geht erstmal um die Entfernungsklasse nah. Und das unterscheidet sich dann eben. Je nachdem, welche Waffe du wählst, triffst du dann eben auf deine Disziplin nah. Also Balestrinas stehen näher dran. Wenn du einen Dolch wirfst, wobei Dolch wird hier dann eben ausgelagert in Richtung, ja, außerhalb des Turnierplatzes. Aber eine Armbrust steht dann eben weiter entfernt. Kurzbogen steht kürzer als ein Langbogen und so weiter. Da kannst du dir also erstmal geht es um die Entfernungsklasse nah und danach die zweite Entfernungsklasse mittel und dann eine dritte Klasse weit. Das heißt, du bekommst einen Zuschlag von plus 0, plus 4, plus 8, wenn das hier richtig ist.
Für die Entfernung ja, die anderen genau. Dinge, die noch gar nicht einbegriffen, also Zielgröße, Beweglichkeit. Genau. Je nach Gelingen der Fernkampfwaffenprobe trifft man auf der entfernten Zielscheibe aus Holz oder Stroh den äußersten Kreis, eine Probe plus 0 für einen Punkt, den mittleren Kreis, eine Probe plus 3 für 2 Punkte, den inneren Kreis für 6, also für einen Zuschlag plus 6 und 3 Punkte oder in das Schwarze eine Probe plus 10. Und dann kriegst du 5 Punkte. Gut gelaunte Schiedsrichter geben beim spektakulären Spalten des vorhergegangenen Pfeils einen plus 15er Bonus. Okay. So. Das sind die Regeln, die hier drin stehen. Also wenn die Probe um 10 Punkte besser gelungen ist, das war jetzt keine Erschwernis, wie genannt ist, sondern da müssen 10 Punkte als Qualität übrig bleiben, damit das ja die Mitte ist, ne? In und hier, hier steht drin, je nach Gelingen der Fernwaffenprobe trifft man... Genau, das 0. heißt, 10 Punkte übrig bleiben ist dann erst die Mitte. Ja, also ich... Stimmt. Also wenn immer jetzt mit einer 19 trifft, ist das nicht die Mitte. Genau, machen genau. wir das einfach mal so. Also erstmal die Zielgröße. Ich habe überlegt, ob ich es vorher mache oder nachher. So, Zielgröße, das wird wahrscheinlich ein menschengroßes... Gut, das ist dann also immer plus 2 Menschen groß. Genau. Menschengroßer Turnier... Ja, wie heißen die? Die... Zielscheibe. Genau, und dann sagen wir einfach für das Schwarze in der Mitte... Naja, da müssen 10 Punkte übrig bleiben, das ist das genau, richtig. Richtig, genau. Da kriegst du keine für die Zielgröße, sondern einfach nur eine plus 2 für Menschen groß. Also ist es im Endeffekt momentan, wie die Bewegung des Ziels ist ja unbeweglich festmontiert. Ja. Das heißt, der erste Schuss mit minus 2, der zweite mit plus 2 und der dritte dann mit plus 6, weil 2 Punkte, da kommen nochmal nämlich 4 Punkte Erleichterung durch unbewegliches Ziel. Ja. Ich denke mal, Dunst, Nebel haben wir nicht, oder ja, doch? Wir haben ein bisschen Regen gerade. Und es gibt Erschwernis für alle, wie viel? Was gibt Nebel? Nebel gibt plus 4. Dann machen wir eine plus 2 für den Regen. Dunst gibt zum Beispiel plus 2, das ist wahrscheinlich sehr dünner Nebel, das könnte man so bezahlen. Ja, genau, also wir haben gerade Nieselregen. Das ist Frühling. Haben wir Seitenwind? Wir haben, würfel mal ein Plus oder Minus. Yep. Dann haben wir die Minus 2 dahinter, ist ein Plus. Dann geben wir nochmal plus 2 für den Wind, das kriegen natürlich alle. Also entweder Bülger-Seitenwind oder Starkbülger-Seitenwind gibt's. Und Bülger ist natürlich schwächer als Starkbülger. Wir machen nur ein bisschen Seitenwind. Gut, das ist normalerweise plus 4 und du sagst jetzt plus 2 für Seitenwind. Seitenwind darf ich aber ignorieren als Meisterschütze, genauso wie Jalan. Jo, okay. Aber alle anderen nicht. Ja. Also wir haben eine 2er Erschwernis durch die Dämmerung, eine 2er durch die Zielgröße und eine 4er Erleichterung durch Festmontierte. Also würfeln wir auf plus minus 0, richtig? Ich würfel auf minus 2, weil ich habe noch Entfernungshin. Stimmt. Irgendwie ein bisschen ich hab noch meinen Bogen, oder? Der auch nochmal 2 Punkte Erleichterung gibt, also würfel ja 4 Punkte Erleichterung. So lächerlich. Dein Bogen gibt 2 Punkte Erleichterung? Ja. Warum? Ja, wenn du dir spezielle Bögen fertigen lässt, gehen die 2 Punkte Erleichterung. Du kannst Bogen nicht speziell fertigen lassen, dein Elfenbogen ist nämlich immer... Ich schieß auch gar nicht mit dem Elfenbogen, mein Junge. Okay. Du hast gar nicht nein, ich hab nichts gesagt. Sorry, ich hab nichts gesagt. Ich hatte den Elfenbogen im Kopf, weil da gerade eben von gesprochen wurde. Es tut mir sehr leid. Ja, ich hab den, aber ich benutze den nur für spezielle Dinge. Vor allem bin ich auf den Elfenbogen auch gar nicht spezialisiert. Ja, okay, dann ist sowieso hinrissig, den zu nehmen, ja. Nein, sorry, der vorhin wurde davon gesprochen, deswegen dachte ich. Fangen wir an, oder? Fangen wir an. Machen wir erstmal 3 Proben. Nacheinander. Ja, macht immer fangen an, würde ich sagen. So einfachheitshalber addiere ich jetzt einfach 3, streiche ich immer minus 3 ein. Weil, nein, ich kriege minus 4, ne? Minus 4, 3 an. Warum jetzt 4? Ja, den ersten Schuss minus 4. Entfernungssinn und Bogen erzeugen. Du hast das nicht in deinen FK mit eingetragen, ja. Natürlich nicht, das ist ja nicht mein FK wieder. Die Mitte wohl mit 20 Punkten Erleichterung übrigens. 20 Punkte Qualität anstatt 10, die ich rauche. Ja, da ist noch kein Pfeil drin, den du spalten könntest. Schließt man jetzt den zweiten Pfeil danach direkt und ich. Oder wie ist das? Wie willst du das machen? Genau, jetzt gehst du auf die zweite Entfernungsklasse. Gut, wie viele Punkte müssen übrig bleiben für einen Spalten? Steht hier nicht. Hier steht. Ich würde sagen. Achso, doch, hier steht, wenn 15 Punkte übrig bleiben, dann kriegst du Bonuspunkte. Gut, dann wollen wir mal schauen. Jetzt kommt also der Search mit 4 Punkten Erschwernis, weil ist ja Entfernung links, Mittel. Und gespalten. Dann kriegst du nochmal von mir 1W6 Bonuspunkte.
Da stand doch, also bis zu 15. Nee, du kriegst du bei einer Probe plus 15 bekommst du Bonuspunkte. Ich dachte, du bekommst 15 Bonuspunkte, aber du bekommst Bonuspunkte. Okay. Dann lass dich doch von der Qualität abhängig machen. Von 15 bis 21 sind 6 Punkte. Das finde ich gut. Von 15 bis 21 sind 6 Punkte. Ab 5? Ja, stimmt. Genau. Hast du recht. Ja, finde ich gut. Dann hast du jetzt 5 plus 5 sind 10 plus 6. Ja, und dann kommt der letzte Schuss. Auch der sieht gut aus. Der ist nicht gespalten, der ist nur 5 Punkte. Das ist Qualität 14, also 10, das ist wieder Mitte, sind nochmal 5 Punkte. Dann bist du jetzt bei 21. Machen wir mal Jalan. Gut, ich habe meinen ersten Schuss erschwert um 0. Durch 4 Punkte Erschwernis, 4 Punkte Erleichterung, der ist in die Mitte gesetzt. Der nächste ist dann nach Entfernung um 4 Punkte erschwert. Gebe ich hinterher, der reicht leider nicht zum Spalten, aber ist trotzdem in der Mitte. Und der nächste erschwert sich dann um 8. 5 plus. Auch dieser ist leider nicht gespalten und. Oh, der ist nicht mal in der Mitte. Plus 3 2 Punkte für den inneren Kreis. Dann ist Jalan also jetzt gut. Bei 13. Bin ich auch so, ja. Gut. Was hat immer 26? 21. Ja, okay. So, jetzt kommt die vierte Runde. Der vierte Durchgang bei mittlerer Entfernung, also eine Probe plus 4. Schnell werfen oder schnell schießen. Ihr habt 20 Herzschläge. Hier steht 10 Kampfrunden. Das ist, ja gut, Herzschläge sind ja nicht Sekunden. Ihr habt 10 Kampfrunden Zeit, um so viele Geschosse wie möglich ins Ziel zu bringen. Das heißt, jetzt ist natürlich nochmal wichtig, möchtet ihr zielen oder möchtet ihr einfach schnell laden und schießen, ohne zu zielen? Auf welche Entfernung schießen wir? Mittel. Irgendwie gibt es hier keine festen Entfernungen. So, jetzt möchte ich bitte von euch einmal gerechnet haben, wie ihr schießen möchtet. Also 10 Kampfrunden habt ihr Zeit, möchtet ihr mit schnell laden, 10 mal schießen? Ich schieße alle Schüsse als Schnellschüsse. Also du benutzt eine Aktion zum Schnellladen und dann schnell schießen? Nee, das ist so, die offizielle Ladezeit ist 2 für einen Kurzbogen und zwei Aktionen. Kann ich nicht unterschreiten, weil ich keine Sonderfähigkeit dazu habe. Gut. Und Schnellschießen bedeutet einfach nur, dass ich schieße den ersten Schuss in der ersten Aktion. Dann kommt 2 Aktionen Ladezeit und dann kommt nochmal eine Aktion dazu, die ich sozusagen noch zusätzlich zum Laden verbrauchen würde, wenn ich will, dass es kein Schnellschuss ist. Wenn ich akzeptiere, dass es ein Schnellschuss ist, dann kann ich schon mit der neuen Aktion dann sozusagen schießen. Also hast du 3 Aktionen für einen Schuss.